Heyo Leute, hier ist wieder Soulcruiser und wie ihr schon sehen könnt, Need for Speed. Und wir spielen natürlich auf der Xbox, weil die PC-Version ist ja noch nicht draußen und ja, wir wollten mal reingucken, da haben sich ein paar Sachen drin geändert. Es gibt jetzt diesen Fotomodus und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Hier stehen auch schon die Update-Neuigkeiten, Living Game, etwa 130 neuen Tuning-Teile und Nummernschilder für detailliertes Tuning, Verbesserungen, Bugfixes für Multiplayer. Fahre durch eine Tankstelle und sieh, was passiert. Jetzt kannst du deinen Wagen während der Fahrt reparieren. Nice. Polizeistationen sind jetzt für dich komfortabel auf der Karte markiert. Verschiedene Optimierungen und Verbesserungen. Ja. Der Schnappschuss Pro-Modus ist jetzt drin, wo man eine frei bewegliche Kamera hat und somit einen richtig geilen Screenshot und Thumbnails machen kann. Da werden wir gleich auch mal eins ausprobieren. Da kann man die Belichtung und Brennweite ändern. Das heißt, ihr könnt machen, dass das Fahrzeug richtig scharf ist und der Hintergrund wird dann unscharf. Solche Tricks kann man dann reinmachen. So, Spiele mit Einschalten, Abschalten des Regens. Genau, kannst den Regen halt ausmachen oder. Da werden wir auf jeden Fall mal reingucken. Was haben wir denn noch? Folienteile sind neu. Sieh dir die Folienideen an. Lass dich inspirieren. Teile die Folien mit anderen Spielern. Das war auch schon bei Forza so, dass ihr ein Design speichert und das veröffentlichen könnt, dass andere das benutzen können. Lade Community-Folien herunter und bringen sie in deinen Wagen an. Klar, filtere unkompliziert deine Suche. Ja, als Beispiel, du willst jetzt einen Sticker von Red Bull, dann gibst du halt in die Suche Red Bull ein und kriegst einen Red Bull-Sticker, wenn schon einer gemacht wurde. So, ja, der Wagen sieht auch geil aus. Ja, personalisiere deine Nummernschilder und benutze mehr als 100 neue Optik-Tuning-Teile mit folgenden Wagen: Focus, RS, Chevy Camaro, Ford Mustang und viele, viele mehr. Das ist natürlich geil mit den folgenden Wagen und viele mehr. Ja, welche denn sonst noch? Also mit allen oder was? Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Wir gehen ins Spiel rein. Und ja, All Drive ist halt die Standardvariante. Die machen wir. So, das heißt, Spiel startet. Wir sind jetzt irgendwo in einer Online-Welt, wie immer, und da fahren jetzt gleich wieder irgendwelche Nasen rum. Dann werden wir mal gucken, dass wir unser Auto mal irgendwo schön an den Hafen stellen oder an irgendeiner anderen geilen Stelle und werden mal hier den Fotomodus und so mal ausprobieren, weil Racing und so kennen wir ja alle. Wir wollen jetzt auch mal gucken, wie die neuen Funktionen funktionieren. Und ja, dann werden wir sehr wahrscheinlich noch mal ein bisschen rumfahren und uns mal angucken, was da noch geändert wurde mit den Tankstellen und Polizeistationen und so. Ja, und wie gesagt, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, Däumchen hoch, schreibt einen Kommentar. Mich würde halt noch interessieren, ob ihr das Spiel schon selber habt, weil ihr eine Next-Gen-Konsole besitzt oder ob ihr halt wartet, dass das auf dem PC rauskommt und euch dann auch holt. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. So, ja, laden tut das Spiel eh immer wie Doom. Aber ich höre schon Wind in meinen Ohren. Dann sollte der jetzt ja gleich fertig werden. Komm schon, da. So, da haben wir jetzt wieder irgendwie meinen Hey Alan. Er spaziert ums Auto rum, weil wir Ach, so lange du? Nicht da waren. Hey. Ja, was denn? Du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Ja, aber folgendes. Erst Fotos von meinem Auto machen, ne? Wir wollen keine Witwenmacher hier. Nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klarzukommen. Das ist Phase 2, okay? Ja, sehr. Dick fertig machen das Auto, ne? Was macht er denn da? Hört schon da laut Musik. Er war ein Street Racer, wie wir alle. Und jetzt? Ein Street Racer. Um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. So, ihr sollt ja nicht so viel sabbeln das und Musik stimmt. Und so. Ich bin ein Wahnsinns. Das heißt jetzt nachher wieder. Du darfst doch wieder nicht. Deine Regenwald-Sounds, Manu. Ich habe gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Ja, ich habe auch ein spitzen Auto. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mann? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Ja, ich muss zurück auf die Straße. Wir sehen uns dann, okay? Ja, so was von. So, da ist er. Aber ich finde den so herrlich. Der sieht so geil aus, oder, Leute? Der Wagen sieht einfach geil aus. Er sieht einfach geil aus. So, Community-Folien. Kannst du jetzt runterladen. Okay, da können wir rein theoretisch auch mal gucken. Optik-Tuning. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo das war mit diesen blöden Folien da.
Farben und Folien. Farbe und Folienbibliothek. Bearbeiten. Entfernen. So, wir gehen mal hier. Im Trend. Da habt ihr, guck mal, jetzt seht ihr schon verschiedene Folien. Da hat ja schon einer so eine ähnliche Folie wie ich habe. Die hier. Dann hat man so in Weiß. Sieht auch schon nicht schlecht aus, ne? Aber das sind halt Sachen, die andere Leute designt haben. Und ja, andere Design habe ich halt selber gepuzzelt. Man kann natürlich sagen, jo, wir nehmen jetzt einfach mal eins, was einer gemacht hat, weil sieht cool aus oder so, weil das sieht auch geil aus. Geht ja Wise Guy. Da sind schon Herr Hodensack. Also die, wenn die Leute nicht alle so bekloppte Namen hätten, ne? Hier, das ist doch wieder so eine Farbe, da wird sich doch der Maximus doch freuen. So, was haben wir denn hier noch? Ja, cool ist halt wirklich dann euer Gamertag steht da halt bei. Ja, gefällt mir auch. I. Ja, manchmal kann man auch die Farbe ein bisschen übertreiben, oder? Ja, schlicht, einfach. Auch nice. So, gucken wir nochmal hier. Das sind alle Folien. Ja, ja. Hier stehen halt alle Folien, nicht irgendwelche Trend-Dinge. Community-Folien, meine Folien. Siehst du, weil das ist nämlich meine. Das sind die Folien, die ich auf ein anderes Auto habe. Aber den habe ich mir so gebaut. Du kannst natürlich jetzt hier reingehen und dann sagen, so, wir nehmen jetzt eine, die originaler aussieht. Wir nehmen die jetzt einfach mal. Die sieht dann original aus wie bei Fast and Furious. Wir fahren jetzt in unserer Karre mal raus. Jetzt geht es direkt wieder los mit der Telefonieren. Nee, ich will die Garage verlassen. Das war ja immer so schlimm. Die rufen dich ja sogar mitten im Rennen an. Und ich glaube, das haben die immer noch nicht korrigiert. Leider. Das stört ein bisschen, dass die wirklich mitten im Race-Event jedes Mal anrufen können. So, da fahren wir raus. Gucken, ob das alles noch klappt, weil ich habe jetzt ja auch schon wieder ein bisschen länger nicht gespielt. Ein Nummernschild hätten wir auch gucken können, ne? Aber unser Hey Alan passt. Ja, dann machen wir eben hier kurz die... Falsch. Doch, da war sie doch. Die Map. Und die Map eben auf und gucken mal. Hier ist eine Tankstelle zum Beispiel. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ab zur Tanke. Würde ich echt gerne mal sehen, wie das jetzt aussieht, ne? Auf die Tanke fahren. Achso, wenn man hier durchfährt, wird man ganz schnell repariert. Okay. Ja, finde ich gut. Jetzt testen wir mal, wie wir hier einen Fotomodus machen. Das können wir nämlich direkt dann schön als Thumbnail benutzen. Da. Zum Pro-Modus. Ja, guckt euch das mal an hier. Schließen. Alter, was ist denn hier los? Der Steuerung. Sieht cool aus. Mal eben hier UI ausblenden. So, Effekt. Ja, Ableichen. Ne, boah. Filmmaterial. Orange, Graustufen. Schwarz-Weiß. Sepia. Mal, wo waren denn hier? Da war keine. Muss man eben oben was ändern. Bisschen Belichtungskorrektur. So ein bisschen die Vignetten, also den Rand. Filmkörnung kannst du anmachen, Regeneffekt aus. Karosserieschaden aus. Und so wird er jetzt an der Tankstelle stehen, ne? So könntest du jetzt ein schönes Thumbnail machen und ja.
Na, funktioniert das. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Ups. Ich will doch gar nicht. Ich will gar nicht. Ja, geil, ja. Schnappschuss, alles gut. Verlassen. Ja, dann möchte ich verlassen. Ja, okay. Nee, hey, gib mir jetzt den nicht auf. Rote Ampel, ne? Müssen wir vorhalten, oder wie war das? Da vorne ist ein Kopf. So, pass mal auf, jetzt machen wir einen. Machen wir hier. Hier machen wir jetzt einen Schnappschuss. Pro Schnappschuss-Modus. So schön mit dem Polizeiwagen dahinter. So, jetzt machen wir den Effekt. Karosserieschaden aus. Machen wir ein bisschen so. Ja, guck mal. Da steht er. Schön. Mit dem Polizeiwagen. Ja, das ist doch gut. Verlassen. Yes. Hallo, Korps. Erst hat er direkt ein Burnout neben den Kopf gemacht. Mal eine kleine Verfolgungsjagd hier. Zur Hölle. Boah, der ist ganz schön schnell. Gut getuned, die Kiste. Okay, ich würde sagen, die haben wir abgelenkt. Sonderaufgabe. Donuts sammeln, komm schon. Warum sagt er wieder, dass das nicht geht? Warum das Feuer? Warum das Licht und so? Manchmal muss man ein bisschen gucken. Bloß ich muss hier wieder die Sichten. Weil hier war das nämlich. Bei dem Spiel musste die Sichten mit Y ändern. Na komm schon, Donuts! Er will einfach nicht zählen. Wir machen den Donut nochmal in die andere Richtung. Manchmal ist das so. Ausgeht, dass er hier gedreht werden soll, aber. Okay, machen wir anders. Wir werden ja schwindelig hier vom Donut drehen.
jetzt nicht drehen. Hm. Froststreusel-Donut. Ja, er will nicht. Keiner weiß warum. Hat die. Oh. 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 Huch. Naja, gut. Vielleicht finden wir mal irgendwas anderes Bonusmäßiges, was geht. Wie gesagt, ich spiele das halt auch ein bisschen zu wenig dafür, dass das eigentlich doch relativ gut ist. Aber ich hab's halt und der Vorteil ist dann einfach, ja, dann kannst du halt mal spielen, wenn du dann Lust drauf hast. Ist halt leider immer sehr trist, weil du nur im Dunkeln fahren kannst. Alter! Da kam dann erstmal ein Spieler angeflogen. Gut, Leute, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, auf jeden Fall mal was in die Kommentare reinhauen. Dann halt zu meiner Frage nochmal, dass ihr dann mal in die Kommentare reinschreibt, ob ihr euch das holt für den PC oder schon habt. Also auf Konsole. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mal schauen, was wir dann für Chaos verursachen. Haut rein, euer Soulcruiser. Tschüss.